Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mist Survival. Und ich habe hier ein bisschen aufgeräumt. Ich habe jetzt hier noch die ganzen Gartensachen, habe ich hier einfach in die Ecke geworfen, so wie die Batterie. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich die Bandagen hier hingelegt habe, sodass ich zur Not einfach zugreifen kann. Und dann mein Leben rette somit. So, ich habe jetzt hier ein paar Werkzeuge gepackt. Hier oben kommt jetzt mein Essen hin, ne? Hier sind die Rohkostsachen. Hier sind die fertigen Sachen. Ich habe noch gesehen, dass hier eine Wasserflasche drin ist. Nehmen wir natürlich mit. Und hier ist noch ein Hammer drin. Hatte anscheinend nicht alle Schränke angeguckt. So, wir haben heute einiges zu tun. Als allererstes würde ich gerne meine Sachen wiederholen. Ich bin ja zweimal gestorben. Ja, zack. Numero uno. Und dann müssen wir auf den Berg. Der Nebel hat sich gerade erst gelichtet. Und wir gehen somit sicher um 13:30 nach oben. Wo der Bär natürlich auf uns lauert, aber den können wir ja umgehen. Hoffe ich. Hoffe, dass mein Mikro nicht zu weit weg ist. Jetzt müsste es passen. Okay, gehen wir hoch. Ich brauche meine Waffe. Ich muss unbedingt einen Bären erlegen. Denn nur so komme ich an meinen Bogen ran, den ich brauche, um die Raider zu töten. Ich meine, ich könnte sie auch so töten. Nicht wirklich. Fast. Ich könnte. Sagen wir, ich könnte sie so töten, wenn ich denn gut wäre. Okay. Der wollte eingesammelt werden. So, die Frage ist, wo sind wir genau gestorben? Das ist nicht mein Loot. Wir sind irgendwo auf dem Weg da hinten hingestorben, ne? Da hat uns der Bär erwischt. Der Bär hat uns erwischt, ja. Also ich sehe da schon mal Steine rumliegen, aber ich glaube nicht, dass das mein Loot ist. Das ist auch nicht mein Loot. Oh, eine Menge Steine. Nehme ich mit. Ich weiß, dass wir an einem bestimmten Zeitpunkt auf jeden Fall viele Steine brauchen werden. Das ist auch nur eine Feder. Auch mal wieder ein bisschen mehr Inventarplatz. Ein bisschen mehr Inventarplatz. Scheiße, werde ich mein Stuff wiederfinden? Da hinten ist der Bär, also muss hier irgendwo mein Stuff sein. Scheiße, Mann. Ich kann hier aber auch nicht rumlaufen wegen dem scheiß Bären und ich muss mein Stamina heilen. Damit, wenn er ankommt, laufen kann. Okay, wir gucken einfach mal, ob wir irgendwas finden. Wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Wir finden hier genug Sachen. Ich glaube, ich war hier irgendwo im Zelt. Jedenfalls, ich habe gesehen, dass es ein Update gab vor kurzem, währenddessen ich meine Probleme hatte. Und Bär. Daher kamen die ganzen neuen Sachen. Gib mir das Essen. Ich kann das Ding bewegen, oder? Ich kann das sogar mitnehmen, wenn ich Bock hätte. Geh weg. Geh weg. Nimm den Stein und werf ihn auf dich. Wie er direkt auf mich zukommt, die Sau. Okay. Ignorieren wir den Schrott und gehen einfach. Der läuft direkt auf mich zu, der weiß, wo ich bin. Das ist so ein Slenderman. Junges Ding. Na gut, wir finden schon eine neue Waffe. Übrigens, ja, ich habe mal eine Axt mitgenommen, also keine Sorge. Ich bin nicht unbewaffnet. Ah, nee. Shit. Ich könnte mich hier selber töten, ne? Mit ein bisschen Pech. Kann ich nochmal herlaufen. Holz, Holz, Holz. Hintereingang sehe ich nicht. Okay, probieren wir es gegen die Zombies. Oh Gott, die sind zu dritt. Na, ja, jetzt nur noch zu zweit. Ach, scheiße. Wäre die Gelegenheit gewesen. Oh Gott! Ich hab mich getroffen. Na, ah, ey, dieses Spiel, ne, das macht mich wahnsinnig.
Scheiße. Na, ich hasse es einfach. Man kann ihn nicht treffen, wenn der es nervig schlägt. Es geht nicht. Es ist einfach unmöglich. Es ist scheiße. Diese dreckige Scheiße. Es regt mich so auf. Ah. Mann, warum ist der Anfang so schwer? Ich verstehe das nicht. Diese dreckige Scheiße. Ich hatte sie fast. Das ist das Problem, man braucht halt eine dreckige Waffe, um hier irgendwie voranzukommen. Und ich habe keine, weil mich der Bär natürlich umgebracht hat. Wäre der Bär nicht gewesen, wäre ich zu der Hütte gegangen, hätte mich da ein Keks gefreut. Und meine Wasserflasche habe ich auch verloren, ne? Ja, war ja klar. Ja, komm. Es könnte mich so aufregen. Ich glaube, es regt mich sogar auf. Ich glaube, es regt mich auf. Egal. Da ist nur noch ein Zombie drin. Und wenn ich den treffe... Ah, dann bin ich glücklich. Aber ich muss nochmal am Bären vorbei. Kann man den Bären nicht irgendwie ablenken mit einem Stein oder so? Ich könnte ihn zum Beispiel einen Stein irgendwo hinwerfen und er denkt sich, oh, guck mal, da ist ein Zero und dann läuft er dahin. Das wäre schön. Wieso fliegen mir eigentlich die ganzen Sachen entgegen? Alles wird gut. Ich weiß auch nicht, warum ich einfach nicht unten die Häuser durchsuche. Ich meine, klar, ich wollte mein Stuff zurück. Aber jetzt, wo ich gestorben bin, hätte ich auch woanders hingehen können. Obwohl ich die Wasserflasche zurückhaben will. Obwohl sie leicht zu bauen ist. Ich weiß nicht. Gib mir die Beeren. Ich weiß auch gar nicht, was ich mit den Beeren machen soll. Kochen. Vielleicht kann ich Marmelade machen, damit den Beeren ablenken. Das wäre so schön. Einfach den Bären abzulenken. Habe ich einen Schokoriegel dabei oder so? Gibst du mir Energie? Naja, gut. Die Zeit, in der ich esse. Der Bär ist nicht mehr da. Ah, guck mal, hier ist mein Stuff. Natürlich fehlt die Waffe. War so klar. Die hätten die Waffe hätten sie mir nicht lassen können, ne? Naja, wir haben mein Stuff wieder gefunden, auch wenn es nicht wirklich viel war. Es ist einfach so traurig. Dieses Spiel macht mich fertig. Es mobbt mich. Durchgehend. So, ein Zombie töten. Ah, guck mal, eine Wasserflasche ist sogar da. Eine Axt kriege ich auch noch geschenkt. Essen, Bandagen, Zeugs, Zucker, Zeug. So. Achso, das hat ein Zombie fallen lassen. Nice. Ich weiß nicht, ob Anschleichen hier der richtige Weg ist. Anschleichen ist der letzte Scheiß. Und ich wette, ich kriege ja nicht mal irgendwas Ordentliches. Ja, gut, 9 mm Munition ist schon was Ordentliches. Schmeißen wir den Stock weg. Trinken wir den Scheiß. So. Munition ist immer gut. Mir fehlt zwar noch die Waffe, aber Munition... Oh. Und dafür habe ich noch keine Munition, ne? 6 Stück. Ich glaube nicht, dass das reicht, um den Bären zu töten. Ich will einfach diesen dämlichen Bären tot sehen. Mehr will ich gar nicht. Antibiotika brauche ich nicht. Ich hatte doch nie irgendwie eine Krankheit. Aber Booze ist immer gut. Oh, guck mal, die Werkbank. Könnte ich sogar tragen. Ich meine, wir sind in der Nähe von unserem Zuhause, ne? Und die trage ich mit nach Hause. Glauben wir uns der Werkbank? Scheiße, die passt hier nicht durch. Komm.
Komm, komm, komm. Ja. So, sparen wir uns schon mal die Werkbank. Ich hoffe, dass der Bär nicht kommt. Ich kann nämlich absolut nichts sehen. Gut, so kann ich es nicht transportieren, ne? Ach doch, geht. Okay, laufen wir nach Hause. Hat sich das Ganze wenigstens gelohnt für eine Werkbank. Sodass wir. Scheiße, der Bär. Mann, wieso müssen hier überall Bäume stehen? Die macht es mir schwerer. Weil wenn wir jetzt Ressourcen sammeln, dauert das länger, als wenn wir jetzt die Werkbank einfach mit nach Hause schleppen. Und dann haben wir zu Hause nämlich eine Werkbank am Stehen. Muss auch den Bären irgendwie sehen. Eli? Scheiße, durch die Bäume manövrieren. Okay. Ich sehe den Bär nicht. Wisst ihr, was geil wäre? Wenn man so Sachen auf sein Auto spannen könnte und sie mitnehmen kann. Das wäre saugeil. Wenn man irgendwie so Spannhaken findet oder craftet. Und dann fährt man halt durch die Gegend und klaut sich Schränke. Oder Werkbänke. Das wäre genau mein Ding. Weil dann müsste ich nichts selber bauen. Dann würde ich losziehen und erstmal den ganzen Scheiß mir zusammenklauen. Nein, ich bin kein Pole. Wollte ich nur mal festgestellt haben. Es gibt ja Leute, die machen da Witze drüber. Ich würde das niemals tun. So. Dreck. Der kommt doch irgendwie mal näher. Kann ich nicht laufen? Doch, ich kann laufen. Ja. Ich sehe zwar absolut nichts, aber wir können ein bisschen schneller vorankommen. Ich muss auch der einzige Typ sein in dieser Apokalypse, der mit einer fetten Werkbank durch die Gegend rennt. Müsst ihr euch so mal vorstellen. Fette Apokalypse am Start, weißt du? Ihr lauft durch die Gegend, versucht zu überleben und dann plötzlich läuft da so ein Typ mit einer Werkbank durch die Gegend. Ja, ich habe keinen Bock mehr, selbst eine zu bauen. Ich klau mir einfach eine. So, siehst du mal. Dann werden wir die Zombies, die da rechts im Haus sind, gleich erschießen. Dann ist gut. Kein Bock mich nochmal mit solchen Leuten einzulegen, mit einer billigen Spitzhacke. Steinaxt. Axt. Ich spiele zu viel Minecraft. So. Wir sind zu Hause angekommen, Leute. Der ist sogar schneller als gedacht. Dann kommt die Werkbank natürlich auf seinen alten Platz, da wo sie vorher auch war, bevor ich verkackt habe. Ach, hier liegt ja auch noch Sachen. Ah, hier liegen auch noch Sachen rum. Aber egal. So, Werkbank am Platz. So, was können wir jetzt hier machen? Waffen? Small Animal Trap. Wir brauchen die Crowbar. So. Damit haben wir die. Ja, ein bisschen schneller bitte. Dankeschön. So, Crowbar. Crowbar. Achso, die passt ja gar nicht dahin. So, Bogen. Machen wir direkt einen langen Bogen. Ne? Wie viel brauchen wir hier? Zwei. Ich habe zwei. Cool. Nehmen wir doch gleich mit. Ach Gott. Feder. So, zwei Stück. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Holz. Okay, Holz kriege ich auch noch hin. Dafür essen wir das hier. Trink noch einen Schluck. So. Sehr schön. Wir hatten hier sowieso schon ein paar Bäume, ne? Ja. Mal gucken, wie viel wir damit hinkriegen. Hä? Die Bretter. Ach, dafür brauche ich die Säge, ne? So, erstmal die zweite Axt weglegen.
Dann legen wir die Munition weg. Weil ich glaube, welche Munition haben wir gebraucht? 1 mm brauchen wir, ne? Ja. Hatte ich nicht noch einen anderen Munitionstyp gefunden? Wieso habe ich davon nur 4? Achso, ne, die andere Munition habe ich inhaliert. Okay. Das ist Pistolenmunition. Das ist die Rifle-Ammo. Da habe ich ein bisschen was vertauscht. 9 Munition. Damit kriege ich doch einen Bärentod, oder? Ja, bestimmt. So. Dann haben wir den Schlafsack. Werfen wir mal. Nee. Soll ja ordentlich sein, ne? Ich will nicht, dass ihr euch wieder beschwert, dass ich hier unordentlich bin. So. Da passt er doch wunderbar hin. Okay, da hatte ich das hingepackt. Ich weiß nicht, wofür die da sind. Und diese Kilogrammanzeige ist auch, glaube ich, noch voll für den Arsch. Die bringt ja halt nichts, ne? Ich denke, später könnte es eventuell darauf hinauslaufen, dass man nur eine bestimmte Art von Gewicht tragen kann. Ich weiß nicht, 50 Kilogramm kannst ja keine 2 Baumstämme tragen. Geht ja nicht. Also eigentlich nicht. So, zack, zack. Dann hier nochmal. Ich glaube, ich brauche für den Zucker später noch einen anderen Platz. Das geht ja mal gar nicht. Und ich brauche viel mehr Inventarplatz. Oh, die ganzen schönen Folgen, die ich gemacht habe. Und ich hatte so viel Inventarplatz, Leute. So viel. Alles weg. Ja, Alkohol. Geh du mal dahin. So. Okay, nehmen wir die Baumstämme mit. So, dann nächster Schritt Säge. Nehmen wir eine Säge mit und stellen 12 Bretter her. Können wir eigentlich gleich schon wieder schlafen gehen? Geil! So. Ich sehe absolut gar nichts. Wenn jetzt ein Zombie kommt, bin ich tot. So. Sicherheitshalber. Okay, wir wollten bauen. Was wollten wir eigentlich machen? Feuer! Es gibt jetzt Feuerpfeile. Geile Nummer. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was soll ich jetzt hier machen? Weiß das noch einer? Ach ja. So, damit wir wirklich alles haben. Stimmt, mit der Small Animal Trap kann man bestimmt die Hühner fangen. Und dann sich einen Hühnerstall machen. Merken wir uns. Wird sowieso erst in der nächsten Staffel stattfinden, aber naja. Die nächste Staffel wird höchstwahrscheinlich dann auch im Januar starten. Einfach nur, weil, ja, kommt mein Winterprojekt, das ist dann im Weg. Jetzt ist 7 Days to Die im Weg. Und dann könnt ihr Anfang Januar könnt ihr das wählen, dieses Spiel, wenn ihr Bock drauf habt. Ja, das ist der Plan. So, ich wollte schlafen. Acht Stunden dürften genügen. Ja, gut. Ich muss mein Loot kurz loswerden. So, den Rest werfe ich hier einfach hin, ne? Wie immer. Wisst ihr Bescheid? Ich werde das später alles ordnen. Ich habe da einfach keine Lust drauf, mitten in der Folge stundenlang irgendwie an meinen Schränken rumzuwühlen. Also kommen wir nicht mehr nicht voran, wenn ich das tun würde. Ich denke nur an euch, Freunde. Nur an euch. 0,01 Liter. Halt, falsche Richtung. Ich wollte zu den Häusern da hinten, da wo die Zombies drin sind. Und die erschießen. Wobei einen Bären würde ich auch gerne erschießen. Aber ich habe sowieso kein Messer dabei. Ja, ich dachte, das wäre ein Blatt. Ich brauche viel mehr Blätter. Das ist genau das, was ich brauche. So, Zombies, hier komme ich. Seid gefasst drauf. 0,0 Liter. Oh, das nehme ich mit. Alter, da ist eine fette Axt drin. Nimm sie doch.
halt nicht. Bretter, was soll ich mit Brettern? Scheiße, es bewegt sich. Er sieht mich, oder? Ich könnte theoretisch gegen diesen einen kämpfen. Tue ich aber nicht. Weißt du, dass der mich umbringen würde? Diese Scheiße! Lass dich doch einfach treffen! Was ist dein verdammtes Problem? Gott, wie ich euch fahre. Achte. Blutig? Ja, natürlich blutig. Natürlich blutig. Was sind diese Kerle? Ich hasse sie so. Wow! Die Ausbeute war grandios. Das hat sich voll gelohnt, sich hier den Arm zu brechen. Habe ich da nicht gerade reingeguckt? Na gut, haben wir wenigstens noch eine Flasche bekommen. Und 9 mm für die Pistole, die wir verloren haben. Okay, alles gut. Haben nichts gesagt. Ein Hammer, okay. Den nehmen wir noch mit. Essen. Bandagen. Okay. Bin jetzt nicht wirklich zufrieden mit dem, was wir bekommen haben, aber zumindest eine Waffe haben wir jetzt. Den nächsten Bären, den wir sehen, den töten wir. Okay. Ah, stimmt, das war das sichere Haus, ne? Tja, ich habe eine Crowbar dabei. So, gib mir Loot. Inventarplatz. Irgendwas. Noch mehr Essen. Habe ich Hunger? Ein bisschen. So, dann trinken wir halt noch was. Das ist ja nicht schlecht. Muss ich zwar nicht essen, aber egal. So. Haben wir hier noch Bandagen? Ihr nehmt's doch mit! Es ist ein Problem, Mann. Nimm's doch einfach mit. Kein Inventarplatz. Schade. Schade, schade, schade. Ich glaube, der ganze Inventarplatz, den wir finden könnten, das ist bestimmt bei den Raidern. Na, in der nächsten Folge werden wir uns, glaube ich, um einen Bären kümmern. Ihm das Fell abziehen. Und damit auch den Bogen bauen. Ich glaube, das ist ein hervorragender Plan. Oh, ich kann keine Blätter mehr tragen. Blätter finde ich aber wichtig. Hä? Wo ist? Ist anscheinend alles ins Wasser. Cool. Blätter findet man, glaube ich, nicht so häufig. Deswegen nehme ich lieber Blätter mit. So, das nehmen wir mit. Dann haben wir genau ein 8er-Stack. Oh. Und dann gucken wir mal hier rein. Gib mir Inventarplatz. Na, Hammer. Kann ich noch tragen, ne? Ja. Warum sind die so geizig geworden mit Inventarplätzen? Es gab eine Zeit, da habe ich in der Folge 2 Stück gefunden. Feierball. Ja komm, gucken wir noch mal hier rum. Hier sind noch so viele Häuser. Was ist denn los hier? Da sind bestimmt Zombies drin. Eine Säge. Neun Millimeter. Als.
Ja, war klar, eine Munition bleibt übrig. Naja. Gut, das können wir nicht mitnehmen. Ja, wir müssen zurück. Gibt alles nichts. Wir müssen zurück, weil wir nicht genug Platz haben. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Hätten wir mit dem Auto losfahren sollen. Naja. Okay, Freunde. Wo bin ich? Ah, ich weiß, wo ich bin. Ich bin fast schon zu Hause. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Noch bis zum 30. Das heißt, wir haben auch mit dieser Folge gerechnet. Drei Folgen. Dann kommt Fallout 76 raus. Das würde ich halt lieber spielen. Und deswegen werden wir die Staffel beenden. Aber vorher töten wir einen Bären. Unser Zuhause ist ja eh gleich hier vorne, oder? Das ist unser Zuhause? Okay, er kommt eh auf mich zu. Er kommt direkt auf mich zu! Das war mir ein bisschen zu nah. Aber gut, dann holen wir in der nächsten Folge ein Messerchen und dann schneiden wir ihn auf. Haut rein, euer Zero. Tschüss.